Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt neue Blöcke bei Action. Es gibt vier Stück. Zwei davon habe ich bekommen. Den einen, da konnte ich mir irgendwie nichts mit vorstellen. Und den schönsten, diesen grün-rosan, habe ich noch nicht bekommen. Aber ich bin weiter auf der Suche. Für mich und für euch. Aber jetzt habe ich erstmal aus diesem Block Karten vorbereitet. Und zwar 10 Stück. Und die möchte ich heute mit euch basteln. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Für die erste Karte habe ich ein Kartenrolling in 13x13 cm, habe mir in 12x12 cm dieses Hintergrundpapier ausgeschnitten und das süße Einhorn, das kommt hier oben drauf. Und zwar habe ich das aus diesem Kärtchen hier ausgeschnitten. Die gibt es ja doppelt, einmal mit Glitzer und einmal ohne. Und ich habe eins auseinandergeschnitten und klebe das hier drauf. Und fertig ist Karte Nummer 1. Für die zweite Karte habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm, dann in 14,5x14,5 dieses Blümchenpapier. Ich glaube, so rum. Dann habe ich mir einen weißen Kreis ausgestanzt und beste Wünsche drauf gestempelt und habe hier so weiße Blüten ausgestanzt mit dieser Handstanze, die ist von Opitec Hobbyfix. Ich weiß nicht, also diese Handstanzen habe ich schon ewig. Aber da guckt ihr einfach, was ihr habt. Ich habe jetzt also aus diesem Block nur dafür das Blatt verwendet. Keine Sorge, das ist bei den anderen Karten nicht so, aber hier dieses Papier wollte ich gerne so benutzen. Fertig ist Karte Nummer 2. Für die dritte Karte habe ich ein Kartenrolling in 15x15 cm, dann in 14,5x14,5. Dieses Hintergrundpapier. Und jetzt werde ich mir nach vorne aus dem Block diesen Spruch ausschneiden. Und der kommt dann hier oben drauf. Thank you.
Fertig ist die dritte Karte. Ich habe jetzt noch so ein paar ganz kleine Glitzersteinchen drumherum gemacht. Und so gefällt es mir gut. Karte Nummer 4 wird wieder etwas einfacher. Dafür habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. In 10 x 14,5 cm das Hintergrundpapier. Und dann habe ich mir das auch wieder aus so einem Quadrat ausgeschnitten. Und es kommt hier oben drauf. So, Karte Nummer 4 ist erstmal fertig. Das ist wieder so eine Karte. Ich habe Glitzersteinchen daneben gelegt. Ich habe weiße Halbperlen hingelegt. Und irgendwie gefiel mir beides nicht. Würdet ihr sie so lassen? Oder was würdet ihr noch drauf machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin mir noch wirklich unsicher. Erstmal ist Karte Nummer 4 fertig. Für die fünfte Karte habe ich ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich in 14 x 14 cm dieses Papier. Dieses Rechteck habe ich mir ein bisschen verkleinert. Und zwar hat das 10 mal 12,5 cm jetzt, damit es einfach besser hier drauf passt und nicht so lang ist. Und dann habe ich mir aus diesem lilan Papier, was ich hier als Hintergrund genommen habe, Wölkchen ausgeschnitten. Und die möchte ich dann noch daneben anbringen. Und fertig ist auch Karte Nummer 5. Für die sechste Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 10 x 14,5 cm nochmal dieses Hintergrundpapier. Und dann habe ich mir dieses Rechteck auch wieder verkleinert auf 9 x 13,5, dass das hier schön drauf passt. Das bringe ich hier an und dann kommt noch irgendwas oben drauf. Und so einfach ist Karte Nummer 6 fertig. Für die siebte Karte habe ich wieder ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich dieses Hintergrundpapier in 14,5 x 14,5. Dann habe ich mir aus dem einen Papier mit diesen Kästchen drei Streifen einfach ausgeschnitten. Die möchte ich hier so quer drüber kleben und dann schneide ich die von hinten ab. Und dann kommt das noch oben drauf. Das habe ich mir auch wieder ein bisschen kleiner gemacht. Das sind jetzt wieder 10 mal 13 cm. Das kommt dann hier oben drüber und die schneide ich mir dann von der Rückseite noch ab, das was übersteht. Karte Nummer 7 würde ich jetzt so lassen und ja, fertig. Karte Nummer 8, da habe ich mir ein Rolling selber gemacht mit diesem
Konfettipapier hier, so sah das für mich aus, wie Streusel oder Konfetti. Und habe dann dieses Rechteck dazu genommen. Das habe ich mir in 10,5, nee, in 10 mal 15 zugeschnitten. Dieser Kartenrolling sind 11 mal 17 cm. Also nehmt ihr 17 mal 22 cm und faltet das in der Mitte. Da kommt der hier drauf. Und auch da möchte ich noch ein paar Wölkchen drauf kleben. Und fertig ist Karte Nummer 8. Für die 9. Karte habe ich ein Kartenrolling in 13 x 13 cm, in 12,5 x 12,5 cm habe ich mir dieses Papier genommen. Dann habe ich hier so ein Rechteck zerschnitten. Und zwar hat das eine Breite von 10 cm. Dann habe ich mir hier oben die Schrift ausgeschnitten. Hier war auch noch so eine Sternschnuppe mit Regenbogen. Die habe ich abgeschnitten. Und so kommt das dann hier drauf. Und dann habe ich mir ganz viele von diesen Sternschnuppen aus diesem Papier ausgeschnitten. Aus diesem hier. Und die kommen dann drumherum. Fertig ist Karte Nummer 9. Für die 10. Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, dann in 10 x 14,5 cm dieses Papier, in 6 x 15 cm das und dann habe ich mir dieses Rechteck wieder ein bisschen kleiner geschnitten und zwar auf 9 x 10,5 cm und das bringe ich hier so übereinander an. Und fertig ist Karte Nummer 10. Und da ich euch am Anfang des Videos Blödsinn erzählt habe, von wegen 10 Karten, geht es jetzt noch weiter, weil es sind 15. Ich habe mich vertan. Für die 11. Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm. Dann habe ich in 10 x 14,5 cm dieses Hintergrundpapier. Habe mir dieses Rechteck verkleinert und zwar auf 9 x 13,5 cm. Und hier, diese Streifen, die ich hier oben und unten abgeschnitten habe, die habe ich aufgehoben, weil die passen nämlich gut zu diesen Farben. Und da werde ich mir jetzt mit so einer kleinen Sternstanze noch ein paar Sternchen ausstanzen. Card Ass. Ich weiß nicht, ob es, wo die her sind. Ich habe sowas auch mal früher bei Teddy oder so gekauft. Also ich kann euch das ganz schlecht sagen, weil diese Handstanzen einfach uralt sind. Und fertig ist Karte Nummer 11.
zwölfte Karte habe ich ein Kartenholding in 15 x 15 cm. Dieses Hintergrundpapier. Hier habe ich dieses Rechteck, da habe ich mir für die erste Karte das Einhorn rausgeschnitten. Das hat 10 x 14,5 cm. Und dann möchte ich mir, da nehme ich jetzt auch nochmal meine Stanze und möchte mir so ein paar weiße Sterne noch ausstanzen. Fertig ist Karte Nummer 12. Für die 13. Karte habe ich ein Kartenrolling in 10,5 x 15 cm, in 10 x 14,5 cm dieses Papier. Das fand ich ein bisschen schwierig zu verwenden, aber ich glaube, hier habe ich es jetzt hingekriegt. Dann habe ich mir das Rechteck auseinandergeschnitten. Das hatte ich schon mal bei einer anderen Karte. Hier. Und ich habe es mir jetzt hier auseinandergeschnitten. Ich habe mir den unteren Teil abgeschnitten, so dass er auch 10 cm breit ist. Der kommt hier drauf und dann habe ich hier diese Schrift und die Wolke ausgeschnitten und aus der Wolke kommen dann Glitzersteinchen geregnet. Und fertig ist die 13. Karte. Für die 14. Karte habe ich mir so ein Kartenrolling selbst gemacht. Und zwar ist der etwas kleiner. Der ist 12 x 12 cm groß, also 24 x 12 habe ich ausgeschnitten. Und so, also der ist so zu öffnen. Dann habe ich mir aus dem grünen Papier mit den Smileys einen Kreis ausgestanzt und was draufgestempelt. Hier fehlt schon wieder der eine Ü-Punkt. Und dann habe ich mir hier diese Smileys auch nochmal ausgestanzt mit einem kleineren Kreis. Die kommen hier in die vier Ecken und gut. Fertig ist Karte Nummer 14. Hier sehe ich jetzt auch keine Glitzersteinchen drauf. Die lasse ich einfach so. Eine Karte habe ich noch. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Das unterstützt mich sehr und es freut mich natürlich auch immer wahnsinnig. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, Karte Nummer 15 ist ein Kartenrolling in 15 x 15 cm. Dann habe ich hier 14,5 x 14,5 cm diesen Hintergrund und dann habe ich das hier, was ich vorhin auch schon einmal hatte, habe ich auseinandergeschnitten. Das Moor ist mir jetzt mal Schnurz. Ich klebe das hier so ein bisschen erhöht dann drüber. So ist das Rechteck verkleinert und genau, so bringe ich das auf. Und dann kommen noch ein paar Wölkchen drauf. Mal wieder. Thank you.
Und fertig ist auch Karte Nummer 15. Auch hier, finde ich, brauche es keine Glitzersteine. Schreibt mir gerne wie immer in die Kommentare, welche Karte euch am besten gefallen hat. Ich finde das immer sehr interessant zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!